Also, hallo zur PK vor dem Spiel beim VfL Bochum. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, die Jungs müssen noch im Zug, der Trainer auch. 1100 Karten haben wir verkauft, das heißt, der Gästeblock ist wie eigentlich jedes Mal in der Saison wieder gut voll. Es gibt noch Karten für Sportclub-Fans ab 16.30 Uhr in der Tageskasse. 8 Stunden fallen aus, ich denke, das ist hinlänglich kommuniziert und besprochen. Alle weiteren Fragen bitte an den Trainer. Ja, vielleicht eine Frage, bevor wir zum Tagesgeschäft kommen. Herr Streich, haben Sie die Spiele der Handballnationalmannschaft verfolgt? Und ja, gibt es da Elemente, auch wenn es eine ganz andere Sportart ist, die Sie inspirieren? Selbstverständlich. Ich habe 3 Dänemark, Norwegen und Spanien habe ich gesehen. Ja, klar, wenn die das nicht inspiriert, es inspiriert jede. Ist egal, was er für Arbeit macht. Klar, es war außergewöhnlich, die Leistung von allen und auch für uns das Erlebe am Fernseher. Es war beeindruckend, fand ich. Total inspirierend, auch trainermäßig und von der Trainerseite und so. Außergewöhnlich. Was beeindruckt Sie denn an den Trainern am meisten? Also? Am meisten nicht, alles. Ich kenne ihn aber nicht, habe ihn noch nie gesehen. Aber ich habe nur Handballspiele gesehen, vor Jahren. Und jetzt an der Linie und wie er es dann einfach taktisch wird, Anweisungen gibt, was ich taktisch gemacht habe. Du kannst Ballsportarten immer Transfer ziehen. Auch mit dem Eishockey zum Beispiel, das ist keine Ballsportart, das ist halt ein Puck. Aber Eishockey ist auch extrem taktisch und spielt mit Flügel und spielt mit einem weiter vorne und einer weiter hinten und dann gegen den Ball einer raus oder zwei raus. Fußball ist genauso. Nur sind mehr Spieler. Und es sind im Handball gibt es halt kein Mittelfeldspiel. Das ist ein großer Unterschied. Da gibt es halt um den Kreis, aber sonst ist es natürlich inspirierend und die ganze Finte und was sie machen mit dem Ball auch als auch der ästhetische Genuss, wenn du die Außenspieler siehst, wo sie den Ball hinwerfen und wo er dann hinspringt. Das können sie im Zirkus auch nicht besser. Super. Und ich hätte auch nicht gewinnen müssen. Das meine ich meine jetzt gar nicht, dass ich gewonnen habe, sondern das ist natürlich dann toll, auch wie ich sie verteidigt habe. Und es war einfach toll, wieder mal mehrmals Handball zu schauen, weil man sonst nicht so oft dazukommt. Großes Kompliment, ich war sehr beeindruckt. Herr Kicker schreibt heute, Bochum empfängt gebeutelte Freiburger. Trifft es das so ein bisschen? Tja. Ja, was heißt gebeutelt halt? Halt, immer wieder irgendwelches Zeugs passiert. Jetzt fahren wir hin und fahren nicht hin, um uns beuteln zu lassen. Ein weiteres Mal. Ist denn aktuell noch irgendwas passiert oder sind Sie seit Zürich ohne weitere Blessuren durch die Trainingswoche gekommen? Kann man so sagen, ja. Überwiegend. Überwiegend, ja. Seit Zürich, ja. Ist okay. Und Kempf ist hat mittrainiert und kann spielen. Ja, wenn er körperlich in der Verfassung ist, können da Spiele her. Ja. Welche Bedeutung hat dieses Hinspiel? Sie hat Bochum einen extrem starken Eindruck hier hinterlassen. Bochum, ich glaube, mir auch. Ja, und dann gab es die gelbe Karte. Zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, das ist jetzt eine Mannschaft, die bleibt sicher oben dabei. Ja. Ist dann aber doch zwischenzeitlich weggebrochen. Ist für Sie trotzdem eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga? Ja, für mich gab es keine Frage, wo Sie hier gespielt haben, dass Sie oben sind. Für mich waren Sie sogar der Favorit. Außer Leipzig, dann, wenn ich gesehen habe, wie Sie auftreten. Die ersten 5 Spiele haben Sie 5-mal gewonnen. Total überzeugend. Bei uns geschlagen, obwohl wir eigentlich gut waren. Und klar, dann kam diese blöde Geschichte mit der gelb-roten Karte und so. Aber Sie haben ja trotzdem nicht unverdient gewonnen.
ja, ganz viel Qualität. Jetzt habe ich sie die ganze Bundesliga Stück geschlagen. Was weiß ich, 5-2 und 4-1 mit völlig verrückte Ergebnisse. Ja, ich weiß auch nicht, was da dann war. Dass sie da dann zwischendrin Spiele nicht mehr gewonnen haben, das ist mir unerklärlich eigentlich. Und so viele halt, aber es ist natürlich eine richtig gute Mannschaft, eigentlich. Was ist denn zu beachten vor allem? Ja, man werde jetzt sehen, sie können sehr aggressives Pressing spielen, was sie auch gemacht haben gegen diese Top-Mannschaft aus der Bundesliga, die im Moment top sind, also Hertha und Gladbach. Spiele sehr aggressives Pressing, habe taktische Variante im Angriffsspiel. Werde uns natürlich versuchen, sofort zu beeindrucken. Da müssen wir dann die richtigen Mittel wählen, um aus dieser Pressing-Situation herauszukommen und uns selber Akzente zu setzen. Und hinten natürlich insgesamt viel defensiver, viel kompakter stehen, als wir das jetzt waren. Und ganz wichtig halt die individuelle 1 gegen 1 Situationen, dass wir da natürlich uns anders präsentieren als gegen Grasshoppers. Weil gesamttaktisch gegen Grasshoppers, das ist ja, hört sich also irgendwie so blöd an auf eine Art. Das ist eigentlich gut. Und jetzt schauen wir mal, wie wir dann auch taktisch morgen spielen. Weil ich war grundsätzlich zufrieden gegen Grasshoppers mit in dem 4-1-4-1. Wie ist das mit Niederlechner? Wie hat er sich eingeführt? Welchen Eindruck haben Sie gewonnen? Und ist er schon eine Option für die Startelf? Guter Eindruck, gut eingeführt, er ist keiner, der lang braucht, ist kein so Typ, er ist kein so introvertierter Mensch, der so zurückhaltende, der einfach ein paar Wochen braucht. Option für die Startelf. Entscheidet morgen insgesamt mit meinen Kollegen, aber er ist eine Option für die Startelf, ja. Sie haben ja gesagt, in seiner Offensive, da müssen Sie jetzt basteln. Mhm. Wie weit sind Sie denn mit dem Basteln jetzt in den paar Tagen vorangekommen? Und so weit, dass ich dann morgen Entscheidungen treffen kann. Zeichnen sich schon gewisse Dinge ab? Ja, in meinem Kopf schon ein bisschen, aber das kann auch sein, dass ich morgen früh dann nochmal, wenn wir nochmal gesprochen haben und wenn dass man es dann doch nochmal anders macht. Ich weiß es noch nicht abschließend. Kann es selber noch nicht sagen. Aber natürlich hätte man gewisse Vorstellungen, wie es gehen könnte. Und die habe ich, aber das gibt es halt mehrere, nicht nur eine. Auch mit der Besetzung und auch mit der taktischen Herangehensweise. Weil wir einfach jetzt eine weitere Option haben. Ich bin eigentlich ganz froh, dass man jetzt, wenn man schon diese Probleme hatte mit der Verletzten, dass das jetzt so weit funktioniert hat, dass ich zufrieden war eigentlich. Konnte gute Videoanalyse machen. Habe gute Erkenntnisse gewonnen aus dem Gesamttaktischen und ja, und jetzt heißt es halt individuell in der 1 gegen 1 Situation und so sich anders zu präsentieren. Ist denn Nielsen, wenn er denn nicht ganz vorne spielen kann, einer eher fürs Zentrum oder einer für außen? Stand jetzt so ein bisschen sehen. Also aufgrund dessen, dass wir ja, also heute ist ja die Situation ist ja anders als hoffentlich in 2 Wochen oder in 2,5 Wochen, weil dann kommen ja ein paar dazu. Und dann würde ich mir wünschen, dass es für ihn egal ist. Weil er sich mehr Optionen schafft. Er kann außen spielen und er kann innen spielen. Manchmal hätte der Spieler dann gesagt, da fühle ich mich fast noch ein bisschen wohler. Oder fühle ich mich wohler. Und wenn er dann sich so einbringen kann auf eine andere Position, dass dieses Wohlfühlen besser wird, dann macht das richtig. Ein Spieler heutzutage, der auf eine Position bezogen ist und sagt, ich kann nur Mittelstürmer spielen, zum Beispiel, könnte sich vielleicht ein Lewandowski erlauben, oder ganz bestimmt, aber er wird sich trotzdem einschränken in der Herangehensweise in seinem Spiel. Andere Spieler müssen mehrere Positionen spielen können, bei uns schon seit
Seit 20, ja. Ich habe nie anders angefangen, ich habe nie anders gedacht. Mache ich mir keine Gedanken. Habert ist ein Stürmer, ein 9,5er und ein Außenbahnspieler. Muss jetzt kein Außenverteidiger spielen, aber wenn wir Probleme haben, erwarte ich von ihm, dass er rechter Außenverteidiger spielt und dass er das sich so damit beschäftigt, dass er ein gutes Spiel machen kann. Also ernsthaft, das würde ich mir schon dann wünschen. Sie haben ja gegen Grasshoppers eine eher kompaktere Formation gewählt im Blick auf das Spiel. Im Mittelfeld, ja. Genau. Das werden Sie wahrscheinlich beibehalten und jetzt nicht Philipp und Petersen einfach 1:1 ersetzen. Genau, das sind die Überlegungen, was man da macht. Vielleicht werde ich es beibehalten, das kann gut sein, aber ich weiß nicht genau. Klar, das sind jetzt alles die Überlegungen, wie ersetze ich es, welche Spieler hat Bochum, wer passt zu wem, weiter vorne oder nicht ganz so weit vorne, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-1-4-1, was auch keine so große Bedeutung hat dann für uns persönlich, weil wir umschalten sollen und am besten ist jemand, der kennt unser System gar nicht und wir spielen trotzdem gut, dass er sagt, einmal spiele ich so, einmal spiele ich so, dass wir so flexibel sind, das wünschen wir uns und das wollen wir gern, so trainieren wir auch, aber das sind die Überlegungen, genauso wie ich sie jetzt geschildert habe. Mittelfeld noch ein bisschen kompakter machen oder noch weiter vorne oder so. Da haben wir aber jetzt Optionen und für uns vom Kopf her, der Spieler her, haben wir jetzt nicht so viele, die für die Anfangsformation in Frage kommen, aber das ist egal. Die Spieler sind motiviert. Wir haben eine gute Trainingswoche gehabt im Punkto. Wir haben sehr scharf analysieren können. Wir hatten ja genug Stoff vom Grasshopper-Spiel und konnte auch entsprechend griffig trainieren. So, und dass der eine oder andere halt mal in der Vorrunde ausgefallen war und so, da werden wir dann sehen, wie die Athletik und die Kraft dann da ist morgen Abend. Das kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen. Mich hat es ein bisschen erstaunt, dass gegen Grasshopper Karim Gede erst spät eingewechselt wurde. Ich hätte jetzt gedacht, gegen eine Mannschaft wie Bochum kann man ihn eigentlich gut brauchen. Ja, aber wir haben jetzt gegen Grasshoppers gespielt gehabt und Bochum spielt anders als Grasshoppers. Und wir gehen erstmal wir gehen von uns aus, dann schauen wir uns den Gegner an und dann möchte ich mir die Mannschaft so gut wie möglich vorbereiten. Und ich möchte nicht irgendwie was reininterpretieren, dass ich sage, okay, wir spielen jetzt so, wie man gegen Bochum spielen würde, aber der Gegner ist jetzt gerade Grasshoppers und die spielen anders als Bochum. Also dann wird es wirklich kompliziert für die Spieler. Dann, wenn mir jetzt der Trainer sagen würde, würde ich sagen, super, was soll ich jetzt machen? Das machen wir nicht. Wir spielen gegen Grasshoppers, dann gehen wir von uns aus zu 70-80%, dann schauen wir den Gegner an und dann geben wir ihnen die Anweisungen, wie es passt für Grasshoppers und für Bochum auch. Und da die Spieler so gut geschult sind, die wir schon länger da sind, habe ich damit kein Problem. Das ist der Ansatz. Der Ansatz ist immer von uns ausgehend und nicht irgendwie was zu verkomplizieren. Also Grasshoppers ist jetzt Bochum, aber es ist doch nicht Bochum, weil sie doch anders spielen. Das geht nicht für die Jungs, sonst werden sie verrückt. Das wäre auch dumm von mir. Linz oder Hufnagel, ist das dann eine Frage, wenn Sie die kompaktere Version wählen? Das ist auch eine Frage. Ja. Ob der Luki, Nielsen, Karim, Flo, bei denen, da geht es jetzt drum, wie viel auf dem Platz und wer wo. Aber ich kann es Ihnen noch nicht sagen. Aber Grifo wird das Spiel auch spielen. Also den auch nochmal irgendwie zu verschieben. Also der Vinci ist im Ding, aber der Vinci wird spielen. Ja, ja, klar. Aber auch auf der Position wie er sonst? Wahrscheinlich schon. Und sonst wird es Überraschung. Welche Rolle spielt denn jetzt diese völlig unterschiedlich verlaufende Vorbereitung zwischen Bochum und Ihnen? Vielleicht läuft es ja genau andersrum. Morgen? Wäre super. Spielt es eine Rolle? Oder ist dann, wenn dann wirklich Ligaspiel ist? Ja, spielt es eine Rolle? Ich weiß es nicht. Bei jedem Einzelnen hätte Bewertung im Kopf. Also ich hätte es gern 4-1 gewonnen und 5-2 gegen die Bundesligisten und hätte mich so präsentiert wie Bochum. Und wir haben halt nicht gewonnen.
Ich gewinne lieber. Wir haben jetzt 4 vorbereitende Spiele gehabt, haben keins gewonnen. 2-mal Unterschied, das war okay. 2-mal knapp verloren. Wir haben nicht hoch gegen Gras sowas verloren. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht, hätte aber auch können 3 Tore schießen. Aber ich freue mich nicht so. Ich war nicht so erfreut am Samstagabend und am Sonntag über das Ergebnis gegen Grasshoppers. Und Bochum hat halt da die Bundesliga-Stahle geschlagen. Das wird ihnen viel Selbstvertrauen geben. Aber es ist nicht so, dass mir jetzt deshalb Angst habe. Also so schnell zu verunsichern sind wir jetzt auch nicht. Aber wir haben es trotzdem beeindruckt zur Kenntnis genommen, dass die da die von der Matte schießen, wie sie es brauchen. Im Sommer verschwunden die 3 Spiele und Malaga gewinnt, war ja nicht ähnlich wie jetzt. Also die 3 Punkte waren ähnlich, in Schrunz war es ähnlich, und hinterher war es gut, ne? Und jetzt war es wieder wie in Schrunz. Jetzt kommt am 4. Punkt, ist jetzt, ob es wieder so ist, wie es dann in der Vorrunde war. Das wissen wir halt nicht. Wenn das so wäre, dann wäre alles perfekt gelaufen. Aber das weiß ich nicht. Jetzt müssen wir erstmal reinkommen und auch nicht nur das eine. Also wir haben nur das Spiel von Bochum auf dem Schirm, aber für uns geht es natürlich jetzt schon mit allem, was dranhängt, ganz zu denken und jetzt wieder die Fokussierung hinkriegen, aber die sind hoch motiviert. Frage wird sein, ob man durch das ganze Theater mit denen, der da weg eine Woche und der weg und der 4 Wochen und der 4 Wochen und der das und neue dazu, also positiv ist, aber sie sind halt trotzdem neu, müssen sich erst dran gewöhnen, ob wir dann so auf dem Platz stehen, wie wir uns das wünschen, das werden wir morgen sehen und dann werden wir nach diesem Spiel mehr wissen und dann werden wir wieder eine ganz lange Woche haben, um zu arbeiten und um Leute wieder zurückzuführen und so und dann müssen wir in eine gute Verfassung kommen. Aber jetzt freuen wir uns trotzdem, dass morgen losgeht, Freitagabend, Flutlichtspiel in Bochum, schön. Und die Viererkette hinten ist klar jetzt dann. Das wäre schön, wenn sie klar wäre, das ist sie nicht, aber ich hoffe, hinterher nach dem Spiel ist dann klar, dass ich gut Spiel gemacht habe. Nein, Vierer ist nicht klar, aber das ist ja das. Klar ist eigentlich fast nichts. Klar ist, dass der Quinche spielt und der Amir Abrashi und der Chico Höfler die spielen. Das kann ich Ihnen sagen. Und der Schwolli auch. Das war's dann mit Klarheit. Ich habe gerade gesagt, die sind es, die klar sind und alles andere ist nicht klar. Ich meine, es geht ja darum, wer wie gespielt hat und dann sind wir am Überlegen, wie wir es am besten zusammenstellen. Also die Innenverteidigung wirkte in Zürich ein bisschen dünn, fand ich. Es kann aber auch daran gelegen haben, dass das Zweikampfverhalten ja bei vielen Spielern nicht optimal war und dass dadurch der Druck noch größer war. Hat auch was mit zu tun. Aber es war dünn, gell? Ja, ich will jetzt gar nicht von einzelnen Mannschaftsteilen reden, weil das ist dann irgendwie auch blöd und das ist auch nicht okay. Es war zu Teilen echt gut, das Spiel, und zu Teilen war es nichts, individuell nicht gut und es hatte keine Balance dadurch und es war viel zu unruhig und deshalb können die 3 Tore schießen, sie hätte auch können 5 schießen, weil wir ein schlechtes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt haben und wir hätten auch können 4 schießen. Das ist gut. Man hat sie zwar nicht gemacht, aber man hatte Chance mit dem Amir, Abrashi und. Also eine riesige Chance, wo du normale Tor machst. Aber. Sonst. Aber das haben wir ausgiebig thematisiert, das habe ich gesagt. Das geht nicht, das wissen sie auch. Also in aller Deutlichkeit. Das heißt, so können wir nicht kein Spiel gewinnen. Das werden wir sehen, ob wir morgen besser sind. Ich gehe fest davon aus und ich hoffe sehr. Das ist ein anderes Spiel, aber. Man hat ja gesehen, dass wir halt auch jetzt in den Spielen gewisse Problematiken hatten. In der Vorbereitung, das tust du halt nicht einfach so wegstecken und sagst, ja, egal, wir gewinnen schon und spielen schon, bei uns läuft das schon alles. Das geht halt auch nicht. Wie ist denn die Prognose bei Peters und Philipp und Franz? Philipp, Maximilian Philipp muss noch warten, weil das ist ja später gewesen, beim Nils, der war jetzt im Kickshow, okay, abwarte, Reaktion morgen und übermorgen. Der Mike auch im Kickshow, auch okay, sind wir zufrieden, wirklich zufrieden, auch abwarte, die Reaktionen.
Weil jetzt geht es halt darum, gegen den Ball zu schlagen, den Nils, kurze Sache zu machen, hoch zum Kopfball, aufzukommen auf dem verletzten Fuß, wo verletzt war, ob er es hält. So, aber erstmal positiv, auch wieder. Der nächste Schritt war auch positiv. Und Eli ist auch schon im Training. Eli trainiert, hat gestern trainiert, im 11 gegen 11, voll mit trainiert, ist heute wieder draußen, macht morgen wieder individuell, spürt nichts. Jetzt geht es einfach darum, wir müssen jetzt alles versuchen, dass der Kerl Trainings machen kann, wo er keine Schmerzen hat, dann wieder rausnehme und dann aufbaue 50, 55, 60, 65%, immer ohne Schmerzen, dass das Jahr nicht mehr kommt und dass er dann irgendwann auf dem Platz stehen kann. Und der wird jetzt sukzessive aufgebaut, das ist sehr positiv, er konnte gestern mitspielen, er hat noch nicht die Power, aber er hat gut trainiert in der Reha und wir müssen ihn jetzt irgendwie stabil kriegen und er ist gut drauf und dann über Einsätze, Amateure, 45 Minuten, 60 Minuten, 75 Minuten. Wenn das alles gut geht, dann, und das braucht nicht mehr so lang zu gehen, dass er dahin kommt, dass er das Training steigert. Trainiert er zweimal mit der Mannschaft, nicht trainiert er dreimal mit der Mannschaft, nicht trainiert er viermal mit der Mannschaft, wenn alles gut geht, Woche für Woche, dann geht er ins Spiel und dann, dass man echt stabil kriege, weil das ist sau wichtig für ihn, weil er doch eine enorm lange Leidenszeit durchgemacht hat. Es wäre fatal, weil sonst irgendwann verliert er natürlich total den Glaube an seinen Körper.